So, hallo zusammen. Neue Tagesaufgabe, die mal ein bisschen interessanter ist. Benutze in verschiedenen Matches einen Wurfgegenstand. Dazu gehen wir jetzt einfach mal simpel in eine ganz normale Solo-Runde. Bam, 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 Mama Arena. Nee, machen wir das normale Solo. Ich werde euch das ganz simpel zeigen. So, wie ihr seht, wir haben 40 Abonnenten. Was das bedeutet, dürften eigentlich jetzt fast allen klar sein. Die vierte Zahl kommt dazu. Und die vierte Zahl ist die 0. Und es ist wirklich die 0. Also, wo ich den Code bekommen habe, habe ich auch gedacht, nein, das glaubt mir doch kein Mensch. Die etwas Älteren werden es wahrscheinlich noch wissen. 0,190, ja, die berühmte Vorwahl und 6 mal die 6. Aber der Code fängt wirklich mit 0,190 an. So, für alle, die neu sind, wie gesagt, alle 10 Minuten, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl vom PaySafeCode dazu. Eine genauere Beschreibung dafür findet ihr unten in der Beschreibung, wie ihr das Gewinnspiel gewinnen könnt und wie ihr den Code einlösen bekommt. Also wie gesagt, alle 10 Minuten kommt halt, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Heißt, bei 50 gibt es die fünfte Zahl, bei 60 die sechste und so weiter. So, da wir einen Ladebildschirm gerade haben, Ladebildschirm heißt bei uns ja Abonnierzeit, Likezeit und Kommentierzeit. Und auf jeden Fall schon mal danke dafür, dass es jetzt schon 40 Leute sind, die mir folgen. Und das noch nicht mal einen Monat. Und das, obwohl ich noch nicht mal Abo gegen Abo mache oder sonst irgendein Blödsinn. So. Dann. Was ich auch schon vorneweg sagen kann, ein Wurfgegenstand ist zum Beispiel nicht das. Warte. Nee, falsch. Das ist auch nur das. Nee. Ja, jetzt müssen wir erst landen. Also wie zum Beispiel diese Flasche. Die ist schon mal kein Wurfgegenstand. Das zählt nämlich nicht. Aber wir werden jetzt mal irgendwo landen, wo keine Sau hoffentlich landet. Wo man in Ruhe looten können. Und dann kann ich euch das wirklich zeigen. Eigentlich Snobby dürfte jetzt keiner hin. Na, irgendeiner ist mit mir gleichzeitig raus. Din, ist irgendwas am Stadion passiert? Nö. Irgendwas am Himmel? Nö. Ich bin gerade überlegen, ob ich überhaupt so weit fliegen soll. Und nicht hier unten bleiben soll, aber. Na, ne, ich will eigentlich da hinten den Loot ganz gemütlich aufsammeln. Und wie gesagt, Battle Royale spiele ich auch nicht so viel, also erwartet da auch nicht die, was weiß ich, Kill-Runden. Aber das habt ihr, wenn ihr schon öfters so gut habt, schon gemerkt. So rettet die Welt, das ist so eher meins, aber so das Bauen. Das Bauen gefällt mir einfach absolut nicht. In COD immer positiv, aber nicht in Fortnite. Obwohl ich komischerweise in Fortnite auch noch positiv bin. So. Lass mal hier ein bisschen Matz. So, jetzt soll ich das mal schon was finden. Ja, das ist natürlich alles kein Wurfgegenstand. Aber wo war es jetzt eben? Weil zum Werfen zum Beispiel das hier. Das zählt nicht. Das ist kein Wurfgegenstand. Also nur lootbare Gegenstände. Zum Beispiel. Warte. Jetzt will ich natürlich auch was finden. Die Kiste hier. Bam, bam, bam. Auch nichts zum Werfen. Dann leckt mich doch am Mocker. So, hier ist glaube ich nichts mehr. Ne, hier war wir schon. Boah, das ist so eklig hier zu laufen mit den ganzen Schutthaufen und alles. Ja, die Zone macht schon mal mit. Was haben wir hier? Guck mal im Keller, was ist. Sonst liegt hier immer was rum, nur heute halt nicht. Nee, wir finden auch was. Zack. Das gibt's doch nicht.
Ich will es aber auch jetzt noch nicht verraten. Ich will es wirklich selber testen, nicht, dass ich was Falsches sage. Ah, hier haben wir zum Beispiel was. Ein Sturmtrier. Gehen wir hin. Werfen ihn jetzt mal da durchs Fenster. Zack. War zwar jetzt Verschwendung in dem Sinne. Und im Prinzip könnte ich mich jetzt ausloggen, nächste Runde starten und wieder irgendwas in der Richtung suchen. So, dazu. Schön hat gehört. Dazu gehören die Granaten. Die kann man ja auch werfen. Und das war's eigentlich in meinen Augen schon. Es gibt ja eigentlich schon die Granaten. Und diesen Sturm. Dynamit haben wir zurzeit nicht. Meine ich jedenfalls. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas neu reinkam, wieder zurück. Da gucke ich eigentlich ehrlich gesagt nie nach. Aber im Prinzip kann man nur den Sturm werfen. Und ja, Kappa, das war's wieder mal komplett. Den Sturm und die Granaten. Sonst wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was man werfen kann. Ja, gut, das kann sehe ich jetzt nicht, aber das ist ja nichts zu werfen. Könnte aber auch passen. Aber das weiß ich halt jetzt nicht, weil ich jetzt nicht danach gucken kann. Und wie gesagt, wenn ich euch damit schon mal helfen konnte, wäre es echt nice, wenn ihr mir ein Abo da lässt, damit wir schon bald auf die 50 zugehen können und ihr eventuell schon den Code knacken könnt, weil er dann wieder eine Zahl mehr dabei kommt. Ich gebe mir ja auch Mühe. Und wie gesagt, wenn ihr noch was wisst, was man werfen kann, was aber auch zählt. Schreibt es ruhig mal bitte in die Kommentare rein. Das würde mich nämlich echt interessieren. Ist jetzt nicht einfach, dass ihr mit ihr was in die Kommentare schreibt, sondern es interessiert mich wirklich. Weil ich will halt auch nicht, dass die Kommentare, dass da irgendein Quatsch immer steht mit, ja. Ich verlose, tralala, schreibt euren Gamertag in die Kommentare. Ich weiß nicht. Ich persönlich finde, so kann ich euch schon überhaupt nicht mehr antworten, falls ihr wirklich mal eine Frage habt bei Rettet die Welt oder keine Ahnung, bei irgendeiner Mission. Deshalb mache ich das auch nicht so. So, noch eine kleine Randnotiz. Ich werde halt jetzt wirklich öfters streamen und da halt auch die Videos aufnehmen. Hier habe ich jetzt nur gerade keine Zeit, großartig, weil ich gleich mal kurz weg bin. Ich glaube ich, sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Hängt von meiner Frau ab. Deshalb habe ich den Stream jetzt noch nicht angemacht, aber die Aufgabe wollte ich natürlich euch zeigen. Weil die ist halt im Prinzip, sie ist zwar einfach, aber es wird, denke ich, immer noch ein paar geben, die es halt probieren mit den ganzen, was weiß ich, die Frisbee-Scheibe, die Flasche. Ich weiß ja, was es alles gab. Ja gut, den Golfball kann man nur schlagen, aber im Basketball oder so. Wie gesagt, die funktionieren alle nicht. Also nichts aus dem Spind. Die könnt ihr schon mal vergessen. Ich finde halt lustig, hier rennst du eine Stunde rum. Deshalb mag ich auch Battle Royale nicht. Du rennst halt. Wie lange bin ich jetzt schon mal aufnehmen? 8 Minuten. Sogar 9 fast. Ich renne hier rum. Loote, loote, loote. Und gleich kommt irgendein Gegner und tot. Denke ich nicht, toll. Das waren tolle 10 Minuten. Und das Schlimme ist, bei Solo ist das ja noch verständlich, aber bei Du genauso. Wenn ich dann sterbe, weil der andere irgendeinen Scheiß macht, oh, da kann ich einen Föhn kriegen. Obwohl die meisten ja besser sind als ich. Also wenn ich derjenige, der irgendeine Scheiße macht oder sich zurückhält, weil er Angst hat. Leben aber noch relativ viele, muss ich zugeben. Also bei Arena leben wir jetzt nur so 20 rumleben. Und da sind sie eigentlich schon mehr sich um Verstecken als im normalen Modus. So, Munition haben wir eigentlich definitiv genug.
Waffentechnisch geht es eigentlich auch. Die hätte ich zwar gerne noch in Gold. Ach, in Gold. Die Kampfschrotflinte auf jeden Fall in Gold. Die hier in Lied. Warte mal. Doch, die könnt ihr auch. Ich könnte ja dieses Dingsgewehr finden. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Hier war ich schon. War ich überall schon. Ich kann wirklich durchziehen. Ah, Pleasant Park. Also wie ihr gesehen habt, auch bei Rette die Welt. Ich nehme halt jetzt schon langsam Videos mit anderen auf. Wie gesagt, wo ich halt merke, das passt. Natürlich einer meint, der müsste da irgendwie Blödsinn reden oder sonst was. Ja, dann hat sich das Thema natürlich erledigt. Für immer. Aber bis jetzt muss ich sagen, selbst bei Rette die Welt, wo ich ja wirklich weiß, das spielen deutlich jüngere Leute. Ich hatte bis jetzt nie groß Probleme. Also ich weiß nicht, da hat sich das irgendwie geändert. Man spielt einfach zusammen wieder. Früher hat man sich, also wo ich es kenne, nur beleidigt. Hauptsache beleidigt. Irgendwann aber scheiße gemacht. Hey, du, ja, ihr wisst schon. Vorweg, immer. Wenn du dann sagst, ja, du hast scheiße gemacht, ja, das war nur, weil du, ich weiß nicht, hat's, durch Fortnite, finde ich persönlich, hat sich das alles auch ein bisschen geändert. Die Leute spielen echt wieder mehr zusammen, auch wenn sie sich nicht kennen. Ich weiß nicht, was ich suche, aber ich guck einfach mal, was hier so im Haus ist. Ich habe die Kiste gehört. Und wo war sie jetzt? Das habt ihr nicht gesehen. Da ist die. Ja, das war's komplett. Mensch! Die Tierprofi ist da. Toll. Und in den Top 10 und noch keinen Gegner gesehen. Also einer stirbt noch. Safe. Und habt ihr auch das Gefühl, dass irgendwie weniger Lamas im Spiel sind inzwischen? Ab und zu sehe ich meins, aber gefühlt zu früher deutlich weniger. Das hieß doch mal, dass immer zwei Lamas im Spiel sind, oder? Also gefühlt würde ich sagen, dass nur eins drin. Hier war auch keiner. Ich meine, klar, ich laufe jetzt hier auch nicht gerade darum, wo die Gegner in Scharen rumlaufen würden. Den könnte ich mitnehmen, aber. Also eine normale Sniper würde ich ja noch mitnehmen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Zone Pleasant, war ja klar. So, jetzt gerade wieder hier runterspringen. Na, 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 na. Gleich kommt wieder 100 Pro, verreck ich wieder, weil irgendeiner baut und ich keinen Bock habe zu bauen. Ich weiß nicht, ich gebe da so schnell auf, wenn da einer schon 5 Wände hochgebaut hat oder im zweiten Stock ist nicht noch unten. So quasi richtig nach dem Motto, nur kein Bock. Mach was du willst. Ich glaube, da oben war gerade noch einer.
Gehen wir erstmal irgendwo in Haus und warten ab. War auch noch keiner drin. Hier auch gar keinen, ne? Dann, ah, da hinten wird gebaut. Problem ist, wenn ich hier rausgehe. Ah, der sieht mich eigentlich safe von da hinten. Was ist er denn? Gelandet. So, wir müssen dann darüber. Das heißt, er kommt der. Wo ist der denn gelandet? Die springen ja alle rum. Wo ist er denn hin mit dem Bus? Rennt er an meine Falle? Ich mag nicht. Ja, ich muss moven. Ich habe noch ein Trempo. Oh, schreckt mich nicht so. Wie spielt ihr die Endzone? Aggressiv oder abwartend? Echt eingebaut. Dieser kleine Hund. Alter. Ernsthaft jetzt? Alter Schwede. Ben gegen Ben 2. Leck mich. So wurde ich auch noch nicht fertig gemacht. Er hat mich einfach quasi zugebaut. Oh Mann. Ich habe ja mit allem gerechnet und nicht damit. Pass auf, er holt ihn noch. Er hat's. Er kann genauso wenig bauen wie ich. Komm, den will ich jetzt noch zu Ende sehen. Ist er ein Ben oder so keiner?
Ja, der mein Trempo. Aber perfektes Timing, muss ich sagen. Nicht schlecht. Also dumm war es nicht gespielt. Ich glaube, so schlecht ist der nicht. Ah, er ist halt perfekt in der Zone, heißt aber auch perfektes Angriffsziel. Leben auch nur noch 4. Alter. Macht der irgendeine Challenge? Dass er der unbedingt snipern wollte. Nein! Das hätte ich sein können mit dem Falle setzen. Falle setzen und dann nicht mehr klarkommen. Das Leben schon noch. Es ist trotzdem spannend. Er wird doch relativ oft getroffen. Ah, die andere ist tot. Ist anscheinend in der Zone gestorben. Ja. Ja, 10 Kills. War kein No-Name in dem Sinne. Also kein schlechter Spieler. So, wie gesagt. Die Aufgabe einfach mit den Granaten machen. Zonenwerfer da mit dem Saschen Sturmwerfer. Und sonst fällt mir jetzt einfach nichts ein. Wenn noch einer was weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Ladebildschirm, Abozeit, Likezeit, Kommentierzeit. In dem Sinne, haut rein!